Moin und Tag zusammen. Ja, heute Abend bin ich mal nicht Richtung Meerseite, also zur offenen Ostsee unterwegs, um Sonnenuntergangsfotos zu machen, sondern ich bin auf dem Weg zur anderen Seite, zum Bodden, also dem quasi Binnengewässer hier auf der anderen Seite der Halbinsel Fischland. Fischland Zingst, wie auch immer. Also ich habe da immer so meine Probleme. Aber ihr wisst ja, wo ich unterwegs bin. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt mal Richtung Bodden unterwegs, weil ich da tatsächlich am Abend noch nie Fotos gemacht habe. Also es gibt jetzt keine klassischen Sundowner-Fotos, sondern ich werde mal das Licht und die untergehende Sonne im Rücken nutzen und ein paar Fotos hier am Bodden machen. Bleibt dabei, es wird mit Sicherheit spannend. Ich wünsche euch viel Spaß. Unterwegs bin ich jetzt gerade auf dem Deich hier, der Zingst auch von der Boddenseite aus schützt gegen Hochwasser und natürlich auch Sturmfluten. Und ich gehe jetzt zum Hafen von Zingst, also auf der Boddenseite, denn Zingst hat auf der Meerseite an der Ostsee keinen Hafen. Ja, jetzt bin ich hier im Hafen von Zingst und hier liegt heute noch ein, ich sag mal, Fischbrötchenkutter. Ich zeige ihn euch mal. Da gibt es lecker Fisch und Fischbrötchen und andere leckere Kleinigkeiten. Und außerdem legen hier die Schiffe ab, die rüberfahren nach Hiddensee. Die regelmäßige Fährverbindung nach Bad geht hier ab und natürlich auch die Boddenrundfahrten. Und im Herbst, sobald die Kraniche dann hier sind, gehen dann auch von hier aus die Kranichfahrten in den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft los. Der Hafen hier in Zingst wird gerade umgebaut mit Rieseninvestitionen und er war früher schon schön und das, was hier gerade gemacht wird, ist einfach ein Traum, muss ich wirklich sagen. Also es passt perfekt und es gibt ja viele, die sagen, ah, mittlerweile ist Fischland brutal überlaufen. Kann ich so nicht bestätigen. Ich bin jetzt wirklich schon fast zu jeder Jahreszeit hier gewesen und es ist einfach nur ein Traum. Und ihr seht es ja, wir haben jetzt hier heute Abend, ich glaube, es ist irgendwie sowas um 8 Uhr, halb 9. Ja, und ihr seht es ja, es ist eine traumhafte Ruhe, ein paar Fischer, ein paar Leute sind noch beim Abendessen. Dieser herrliche Blick hier auf die Boddenlandschaft, also nicht nur auf der anderen Seite
die Ostsee, das offene Meer ist wunderschön, sondern auch hier der Bodden. Und das ist einfach nur wirklich ein Paradies und auch ein Naturparadies. Und zum Fotografieren, ja, muss ich eigentlich nichts sagen, werden es die meisten von euch eh kennen. Ja, liebe Fotofreunde, es ist für mich immer wieder ein absoluter Traum hier. Das Meer, der Bodden, die Natur, diese Ruhe hier, das ist Entschleunigung. Und allein dieser Blick jetzt hier am frühen Abend, was heißt früher Abend, ich glaube es ist gleich schon 21 Uhr. Wenn ich ein bisschen rumfuchtel, liegt es daran, dass gerade relativ viele Mücken hier sind, was nicht ungewöhnlich hier ist. Also nehmt immer genug Mückenspray mit, kann ich euch nur empfehlen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, es ist Natur pur, es ist Entschleunigung. Es ist wunderschön. Die Landschaft ist einfach nur ein Traum. Und das Schöne an der Halbinsel hier, schaue ich nach rechts, Horizont, schaue ich nach links, Horizont. Schöner geht's nicht. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen über den Deich gehen, werde die schöne Abendsonne genießen, vielleicht noch das eine oder andere Foto machen, das werdet ihr dann auch noch sehen. Aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, geht's raus, macht's Fotos, euer Stefan von der Lichtbildmanufaktur.